Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Sea of Stars. Ja, in der letzten Folge sind wir hier noch ein bisschen durch die Gegend gebrettert, haben ein paar Dinge erkundet. Noch nicht alles, weiß ich, oder höchstwahrscheinlich noch nicht. Aber ich möchte mir zuerst mal wieder meine volle Truppe holen, um dann Inventar und so abschätzen zu können. Also, was da fehlt und nicht fehlt und die Folgequest zu starten. Und auch oben, kann ich das von hier sehen? Nee, kann ich von hier nicht sehen. Die Angelquest dann noch zu machen. Taverne müsste eigentlich hier sein oder einen Raum oben drüber. Ah, und hier ist noch der Koch. Okay, komm, nehmen wir zuerst mal die Quest an. So, suchen wir Gal, bevor wir losziehen. So ist es. Achso, der ist jetzt gar nicht hier. Da müssen wir vielleicht sogar hier rein zum Koch. Genau, da ist er sogar. Und ich glaube, auch das hier haben sie verändert. War nicht diese Figur hier, dieser Tavernenwirt, der hier vorne steht. Ich sag jetzt mal, die dicke Person war die nicht hier und die Frau hier, die war gar nicht hier, oder? Kann das sein? Keine Ahnung. Genau so, du bist ein Naturtalent. Vielen Dank, Herr Koch. Das wird sehr nützlich sein. Jederzeit. Ich schätze, ich sollte mich wohl für all die Tipps bedanken. Sieh ihn dir an. Findet überall Freunde. Oh, da seid ihr ja. Bereit, die Piraten zu treffen? Jo. Hier startete die Demo und jetzt sind wir wieder vollzählig. Danke fürs Gespräch, Gal. Du bist ein guter Kerl. Okay, wir kriegen aber hier jetzt kein Rezept oder so. Das hätte ich jetzt hier vermutet. Vielleicht dann beim Tavernenwirt. So, willkommen im Brahlskuril. Wollt ihr eine Nacht bleiben? Nö. Ja, vielleicht kriegt man dann noch was. Ich mache mal eine Reise nach Luzent. Oder Luzent. Und es gab auch Hocker zum Sitzen. Je. Das wusste ich bereits, schließlich habe ich es praktisch erfunden. Echt, was dann? Ich lasse es gut sein, solange ihr nicht denkt, dass ich das gerade erst erfahren habe. Ah, und da ist, glaube ich, dieses Spiel. Musik ist alles und alles ist Musik. Hm, oder auch nicht. Irgendwo gibt es noch so ein Spiel. Mein Freund hier, bei dem es sich um einen meiner vielen Kontakte auf der ganzen Welt handelt, hat mir gerade erzählt, was in den Windtunneln passiert ist. Unheimlich, das Ganze. Nochmal vielen Dank für die Hilfe. Jo, sicher, easy. Ich bestelle einen Kaffee und meinte, ich müsste für eine Prüfung lernen. Der Kellner fragte, oh, dann also mittelgroß statt klein. Ich sagte, ich würde für den Abschluss lernen. Okay. Er entschuldigte sich und gab mir einen großen. Okay. Es geht nichts über ein kaltes Getränk nach einem harten Arbeitstag mit Jobla und so weiter. Ich sage dir, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Es war weniger als 100 Meter vor meinem Schiff. Was denn? Was denn? Das ist interessant. Ach ja. Nun einmal war es weniger als 10 Meter von einem Schiff entfernt. Ja gut. Übertreibt oder so. Ich behalte diese Piraten im Auge. Dort gehen wir jetzt hin und dann startet die Quest wie in der Demo. Yay. Sieht an, wer da ist. Die Abmachung steht, wenn ihr Waldraut nicht im Armdrücken besiegt, müsst ihr etwas für uns besorgen. Danach Piraten-Ehrenwort bringen wir euch zur Gespensterinsel. Ja, ja. Akzeptiert ihr diese Bedingungen? Jo, können wir machen. Wir akzeptieren. Leute, Armdrücken steht an. Los geht's. Wunderbar. Waldraut, du bist dran. Das magische Hemd, sage ich nur. Ihr seid zu stark, das wäre nicht fair. Ja, was? Ich mache das. Außerdem Amt... Achso, das sagt er zu den anderen Dudes. Ja, klar. Ja, ist zu, ich dachte jetzt gerade zur Waldraut. Jo, alles klar. Ich denke mal, hier Waldraut, die wird unter... Oder er wird unterschätzt halt. Ist ja eher so ein Schmalhannes, sage ich mal. Und jetzt hier unser Tank, jo, macht das Armdrücken. Und jetzt sagt er halt zu den anderen Sonnenkindern, Sonnenwendekindern, wie auch immer, sagt er jetzt, jo, ich mach das. Und das geht schon klar. Und ich denke mal, er ist sehr, sehr siegessicher. Außerdem Armdrücken mit einem echten Piraten, wie cool. Gut, aber nimmt den armen Kerl nicht zu hart ran. Verstanden, Valere. Ich fordere dich heraus. Waldraut? Waldraut? Kapitänin, wir können nicht ohne die Münze weg. Gib alles. Ei, ei, Captain. Alles klar, siehst du, siehst mir tough aus. Bereit? Auf drei.
Eins, zwei, drei. Das ist so bekloppt. Das war's schon. Uff. Schummler. Habe ich den Teil verpasst, in dem wir uns auf ohne Magiehemd geeinigt haben? Tut mir leid, Kumpel. Befehl der Kapitänin. Machst du Witze? Das war großartig. Das wird auf jeden Fall meine beste Anekdote. Zeig es mir nochmal. Da ist er. Dein Glück, dass wir keine Einzelheiten besprochen haben. Hättest verhandeln sollen, als du die Chance dazu hattest, Sohn. Diese Lektion geht aufs Haus. Waldraut ist wirklich in allem gut. Jo. Absolut. Na klar doch. Nun, da ihr das Armdrücken verloren habt, sollten wir jetzt über diesen kleinen Auftrag reden. Kapitänin. Nördlich von Brisk befindet sich das verlassene Labor eines Arkanzauberers, der vor langer Zeit gestorben ist. Es wurde seit Jahrhunderten nicht mehr geöffnet, aber man erzählt sich, dass sich darin eine Münze untoter Einwilligung befinden soll. Es ist eine mächtige Münze, man kann Untote zum Gehorsam zwingen, wenn man sie damit bezahlt. Ich möchte damit den Geisterkapitän der Abendlichen zwingen, mir sein Schiff zu überlassen. Ah, krass. Da wird die Geschichte jetzt aufgenommen. Hussa. Wie kommen wir rein? Die Angst hat die Leute die ganze Zeit über ferngehalten, aber ihr seht robust aus, also soll das kein Problem sein. Meine Mannschaft wird nicht kämpfen, aber sie wird euch reinbringen. Ein bisschen Magie sollte genügen, Kenatan. Ich werde den Eingang zum verlassenen Zaubererlabor öffnen, dafür stehe ich mit meinem Namen, Kenatan. Ahoi, Kapitänin, kommst du nicht mit? Ich bleibe hier und bereite unsere Abreise vor. Hol die Münze untoter Einwilligung und trefft mich an den Docks. Ei, ei, Kapitänin. Alles klar, wissen wir Bescheid. So, jetzt haben die sich zur Unterstützung angeschlossen. So. Ja, die hat uns nichts mehr zu sagen. Ansonsten können wir uns in der Stadt da noch rumtummeln. Hier, denke ich mal, haben wir alles gesehen. Wobei ich eigentlich ganz gern vielleicht dann doch mal eine Nacht rasten will. Es kostet ja nichts. Dann haben wir neue Dialoge in unserem Lager. Oh, mehrere Dialoge im neuen Lager. Vergesst nicht hin und wieder zu speichern, ja? Wäre eine Schande, wenn du was Großes schaffst und es dann von vorne erledigen musst. Glaub mir. Ja, er macht weiter seine Rollenspiel-Anspielungen. Wir oder sie, wie auch immer. Wir sollten wachsam sein, wenn wir Kapitän Kilchi die Münze bringen. Hey, wollt ihr eine Geschichte hören? Jo, was dann? Nix, ne? Nee, nix Neues. So eine interessante Mission bringt doch wie kaum etwas anderes Schwung ins Leben. Die Münze untoter Einwilligung findet sich im Zaubererlabor nördlich von Brist. Das ist ja mal ein Auftrag. Unsere Kapitänin weiß eben ganz genau, wann und wo man die perfekten Helfer für einen konkreten Auftrag herholt. Alles klar, wissen wir Bescheid. So, was ist jetzt? Charakter wechseln. Achso, oben am Feuer, oder was? Genau, hoch ans Feuer und dann dort... wir können mal kurz kochen. Ne, passt. Haben wir 10 von 10 Einheiten dabei. Ausruhen. Da bin ich mal gespannt, ob man das Gold Cap oder hier Kochen Cap erhöhen kann und so. Oh, was ist jetzt los? Halt, hört mal, bevor wir aufbrechen. Ah, seht ihr den Rädertisch dort in der Ecke? Die Uhrmacherin hat das Spiel erfunden, ist auch im Laufe der Zeit ziemlich beliebt geworden. Hört mal, es tut mir leid, dass wir euch reinlegen mussten. Es ist nicht viel, aber wenn ihr euch für Räder interessiert, könnt ihr das haben. Kupferrad. Kriegerfigur erhalten. Magierfigur erhalten. Du kannst jetzt Räder spielen, Tische findest du vorwiegend in Tavernen. Fordere Dorfchampions heraus, verdiene neue Statuetten und verbessere dein eigenes Rad. In der Spielanleitung im Pausenmenü kannst du dir die Regeln ansehen. Probiert es jetzt aus, wenn ihr wollt, können wir aber auch gleich zu dem Zaubererlabor gehen. Nö, können wir ausprobieren. In der Spielanleitung finde ich da noch Hinweise. Was wird das dann wohl sein? Räder, genau. Übersicht. Räder ist ein Uhrwerkspiel, bei dem alle Spieler zwei Helden steuern. Erzeuge Energie, um deine Helden angreifen zu lassen und die LP der feindlichen Krone zu dezimieren.
Okay. Der Tisch verfügt über ein Set aus 4 Standardrädern an allen Seiten, die von den Rädern der Spieler vervollständigt werden. Jede Seite zeigt zudem LP-Krone und Helden, okay, des jeweiligen Spielers an, Räder drehen. Spieler können pro Runde bis zu 3-mal drehen, drehe Räder mit RT. Räder können mit, ja, können ausgesucht werden oder gesperrt werden. Gesperrt und entsperrt werden, dann gibt es irgendwie eine Energie. Um zu agieren, muss ein Held seine Aktionssäule senken, indem er entsprechende Energie kombiniert. Quadrat-Energie gilt für den linken Helden, Diamant-Energie für den rechten. Okay, alles klar. Gut, Bollwerk. Schützt die Krone. Ach du Scheiße. Es kann erhöht werden, um bis zu 5 Schadenspunkten zu widerstehen und wird erhöht, indem man irgendwas da macht. Helden weiterentwickeln. Helden entwickeln sich weiter mit ausreichend EP für jedes Feld mit blauem Hintergrund, passendem Energietyp. Okay, gibt es 1 EP. Bei jeder Aktion 2 EP. Helden starten auf Bronze, also dann werden die im Spiel selbst besser. Ich würde sagen, wir zocken einfach mal einmal rein. Keine Ahnung. Wird schon passen. Zwangloses Spiel, Champions Spiel, nehmen wir mal zwangloses Spiel. Einfach mal, um es zu checken, was da abgeht. So, und jetzt kann ich irgendwie Helden reinsetzen oder sowas, glaube ich. Och, ach du Scheiße, genau, jetzt haben wir die Figuren hier. Er hat oben einen Bogenschützen genommen, der wenig... Okay, da sehen wir, achso genau, immer Angriff und Verteidigung. Da würde ich sagen, für den Bogenschützen holen wir uns hier den Ritter. Und wir haben eh nur noch den Magier, okay. So, und jetzt dürfen wir anscheinend drehen, oder was? Genau, jetzt drehe ich da einmal. Und jetzt darf ich sperren und entsperren. Ich sperre mal das und drehe weiter. Achso, was war Quatsch. Wobei, dann sperren wir noch das und drehen nochmal. Okay, warum ich jetzt nur... Ah, doch. Jetzt habe ich da irgendwie Energie bekommen und was anderes bekommen. Okay, jetzt darf ich nochmal drehen. Und der hat oben was auch immer gemacht. Scheiße. Okay, hier haben wir Angriff. Jetzt sperre ich Angriff und drehe dann mal. Ich denke mal, das ist Angriff. Dann hauen wir da voll rein. Da geht's ab. Was mache ich denn da? Nee, sperren und entsperren. Ist das jetzt so? Greifen wir an. Hä? Was? Achso, der hat mich angegriffen. Der hat mich mit einem Bogen angegriffen. Jetzt habe ich nur noch 7 Leben, oder was? Okay, da muss ich mich mal reinfuchsen. Wir drehen mal. Achso, ich hätte noch sperren können wahrscheinlich. Gut, machen wir mal sperren, 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 weil wir da jo, Energie da bekommen oder sowas, keine Ahnung. Wann dürfte ich jetzt da angreifen? Da wird nichts, ne? Drehen wir mal. So, jetzt sperre ich hier nochmal den Angriff oder was auch immer das ist. Sperren nochmal den Angriff. Ich denke mal, dass Hammer Angriff ist, oder? Jetzt kriege ich nochmal auf die Nuss. Ah, und er hat seinen Held da abgegradet irgendwie. Der jetzt mehr Damage, glaube ich, macht, wenn ich es richtig gesehen habe. Warum wird bei mir da nichts abgegradet? Was geht denn ab? Mach mal was. Mach mal was Sinnvolles, Mann. So, ich sperre mal noch das. Und 3 Angriffe. Komm, mach was. Ah ne, das... Achso, das ist Mauerwerk. Schutz ist das gewesen, genau. Was ist dann Angriff, Aktion oder was? Die blaue Energie oder was? Nehme ich mal an, oder? Dann sperren wir die mal. Oder ist das XP? Oh, keine Ahnung, Alter. Ich check gar nichts. Ich habe es zwar gerade durchgelesen. Ah, jetzt kommt da was. Ah, genau, jetzt... super geil. Wir sind voll abgegangen. So, alles klar. Wir gehen auf blaue Energie jetzt. Feuer frei. Mauerwerk haben wir ja noch ein bisschen. Blaue Energie und dann kommen Aktionen, oder was? Gelb war XP, ne? Dass die ein bisschen aufwerten oder sowas. Oder? Jetzt hat er mir die Mauer weggeballert. Jo, vielleicht war es gar nicht so schlecht am Anfang, auf die Mauer zu gehen. Keine Ahnung, Alter. So, oder halt einfach die Dinge mal auszuwählen, die man halt viel hat und wenn das irgendwie passt, so. Keine Ahnung. Ich drehe nochmal. Ja, gut. Genau, jetzt ist unser Magier da ein bisschen aufgestiegen.
Ja, so halb habe ich's gecheckt. Jetzt ist die Mauer weg und jetzt kriege ich auf den Sack. Aber der Ritter haut die Mauer weg. Alles klar. Und hat keine... Achso, und jetzt auch durch die Aktion ist er aufgestiegen. Ja, der Ritter haut schon böse rein. Den muss ich irgendwie nochmal zur Aktion bringen. Oh, das ist schön. Sperren, sperren, sperren. Feuer frei. Sperren. Ich hoffe, das stimmt jetzt so. So, 3 Energie gehen nach links, oder? Ist das so? Nee, auch keine Ahnung. So ganz Kraft habe ich es nicht. Jawohl, wie mal abgehen. Wann weiß ich immer, für welchen Helden das dann eigentlich gerade ist? Keine Ahnung. Gut, jetzt holen wir uns Mauer mit. Wenn sie so angeboten wird, holen wir sie uns mit. Ja, super viel Mauer. Viel Mauer, habe ich gesagt. Viel Mauer, genau. Die da schon weggeprügelt wird. Traumhaft. So, drehen wir nochmal. Oh, viel, was auch immer. Was ist das? Ist das EP? Ne, EP ist es ja nicht. Ne, ist das eine Aktion oder was? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ja, genau, da dreht der voll am Rad und haut da dagegen. Alles klar, super. Und kriegt dadurch ja auch EP. Jo, ich check's voll, ne? Okay, alles klaro. Mit dem Blau und Gelb, wer da was bekommt. Und so, das wird ja beschrieben, aber ich check's jetzt nicht so ganz. Ja, ist ganz nice, wenn man da neue Figuren bekommt. Und so kann man bestimmt schön abgehen. Das ist bestimmt ganz lustig dann. So ein bisschen Quint-mäßig dann. Ja, holen wir einfach mal alles hier mit. Oder geht nur ab 3 Punkten. Ne, geht immer, ne? Das, was ich habe, wird gut geschrieben. So ist es, ne? Ey, ey, ey! Nein! Was ist denn jetzt? Oh ne, wir haben verloren. Okay. Da war doch eine Mauer. Was habe ich denn für eine Kackmauer? Das ist ein Rädertisch. Jeder mit einem eigenen Rad und mindestens 2 Figuren kann spielen. Super geil. Nee, alles klar. Ging so, ne? Werde ich nochmal... Was jetzt? Ist das die Portaldame? Nee. Keine Ahnung, warum die jetzt nochmal so eingeblendet wurde, so prominent. Ich sehe bloß zu. Ich sehe bloß zu, dass der Kamin in gutem Zustand ist. Während der Hochsaison bleibt für Wartungsarbeiten keine Zeit. So, ich versuche jetzt mal gerade hier rauszukommen. Normalerweise sollte man eigentlich zum Angelsee kommen können, weil dann könnte ich in der Aufnahmepause. Wir machen jetzt danach wieder einen kurzen Step. Jo, dann könnte ich zum Beispiel hingehen und könnte dann, jo, angeln. Ich brauche, glaube ich, noch 19 Fische für die Quest da unten. Ich gucke nochmal ganz genau nach. Nicht, dass ich da einen Fehler mache, dass wir es genau wissen. Gut, ich hole eh mehr Fische raus. Ich gehe dann einfach wieder rein und raus. Hol mir dann die dementsprechenden Fische für hier die Quest. Und dann können wir die abgeben, hier nochmal durchs Dorf laufen. Ja, genau, bloß noch 19. Ich hole euch noch gerade mit, ob das klappt. Und da könnten wir das zusammen machen. Oder beziehungsweise ich könnte es Offcam machen, halt die Fische fangen und so. Wir gehen mal noch zu dem See. Ich glaube, ich war ja schon dort, oder? War ich schon dort? Ich glaube schon. Ich glaube, storymäßig passiert erst oben am verlassenen Zaubererlabor dann nochmal was. Oh, und da gehen wir noch Fische fangen. So, und hier könnten wir ja dann... Genau, da war ich ja schon gewesen, ne? Genau, dann werde ich mir hier die 19 Fische dann gerade holen. Ist ja kein Problem. Wie gesagt, spätestens dann, wenn ich halt hier nochmal neu reingehe. Eventuell bringt das uns auch noch ein bisschen Gold. Genau, alles Mögliche haben wir gefunden. Jo, das Angeln geht ja Gott sei Dank jetzt also in der Release-Version ja eigentlich relativ easy, muss man sagen. In der Demo war es noch ein bisschen schwerer. Oh. Ah, das ist auch cool, dass man den Köder dann schon so ein bisschen weiterziehen kann. Habt ihr das gesehen? Das war auch gerade geil. Kann ich gerade mal nochmal machen. Hier reinschmeißen. Irgendein Fisch reagiert drauf. Moment. Und dann kann ich schon anfangen reinzuziehen. Das ist schon geil. Jetzt hier direkt ziehen. Oh, ja gut, jetzt kam er zu schnell da angebrettert. Ja, aber das ist ja nice. Gut, das mache ich jetzt. Ich hole mir die 19 Fische da. Kein Problem, da geben wir die Quest in der nächsten Folge ab. Ich wünsche euch was und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.